So, da sind wir wieder. Immer noch an der genau gleichen Stelle wie vorher. Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt mal mit Lovis sprechen. Ich habe mich nicht bewegt seitdem. Was haben wir denn da? Ein Sterblicher ist in meinen Turm eingedrungen. Sicherlich ein Versehen. Ein Drachenritter hat euch hierher geschickt. Eine interessante Wende des Schicksals. Jedoch nicht unerwartet. Oh ja, das tue ich, Drachenfreund. Und selbst wenn ich blind wäre, würde ich immer noch den Gestank des Schwarzen Rings wahrnehmen. Womit ihr andeuten wollt, dass uns das zu Verbündeten macht. Ja, und wie sollte ich euch helfen können? Wie es das Glück will, weiß ich, was Talana vorhat. So fahren wir unsere eigentliche Mission. Und obwohl ich ihre Absichten gut heiße, halte ich ihr Ziel für bedenklich. Die Halle der Seelen. Die Halle der Seelen, habe ich euch schon mal erzählt, ist das Reich des Todes. In ihr verweilt die Seele seiner großen Leidenschaft, Igerna. Ihre Seelen sind miteinander verbunden und dadurch eins. Im Diesseits wie im Jenseits. Legt sich der Schleier des Todes überein, so sterben beide. Das finde ich so ziemlich einer der coolsten Zauber im ganzen Game. Eigentlich kann man den nicht selber benutzen, aber ein paar Mal wird er angewandt, beziehungsweise kann man damit ein bisschen spielen, einmal sogar. Damian sprach den Zauber jedoch nur wenige Augenblicke nach der Exekution seiner Angebeteten. Dadurch wurde die Wirkung des Zaubers umgekehrt. Sollte nun Igerna wieder zurück ins Leben gebracht werden, ist Damian derjenige, der stirbt. Das war Talanas Mission. Und jetzt ist es eure. Als Damian unter der Vormundschaft des Göttlichen aufwuchs, war er sich der Tatsache nicht bewusst, dass er die Inkarnation des Bösen ist, das einst von seinem Ziehvater vernichtet worden war. Der Schwarze Ring wusste jedoch davon und entsandte eine junge Hexe, um seine schlummernden Kräfte zu wecken. Das tat sie. Und sie verliebten sich sogar. Für das Paar ging alles gut, bis Igerna entdeckt und vom Göttlichen enthauptet wurde. Damian, der in der Zwischenzeit ein großer Zauberer geworden war, verband seine Seele mit der seiner Liebsten, als sie die Klinge zu spüren bekam. Danach brach der erste Dämonenkrieg aus, den der Göttliche mit seinem Heer aus Paladinen für sich entscheiden konnte. Die zweite Plage durch Damian, der große Krieg, verlief weniger erfolgreich, wie ihr wisst. Er endete in einer erbitterten Pattsituation. Gewinner und Verlierer stehen noch nicht fest. Ja, das sehe ich jetzt mal. Nein. Wird mich auch ankotzen, wenn Verräter. Mein Vater meine Aber wir sind diejenigen, die verraten wurden. Damian hat einen Ritter manipuliert und ihn dazu gebracht, euren gottgleichen Meister hinterrücks zu erstechen. Wie gemein. Und wir, das heißt die Drachen der Töter, arbeiten unbewusst für den verdammten Damian. Er setzte seine Pläne in die Tat um. Der Göttliche ist tot. Seine dämonische Armee erlitt große Verluste. Ja, aber verborgen vor menschlichen Augen lässt er seine Streitkräfte wieder erstarken. Wie sorgfältig er doch sein hinterhältiges Spiel geplant hat. Igerna wurde gerecht. Und da der Verdammte wusste, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis er wieder seine alte Stärke erlangt, sorgte er dafür, dass die Menschheit einen anderen Feind zu bekämpfen hat. Und genau das taten die Drachen und Töter. Gemein, was? Sie haben die alte Rasse ausgelöscht und der schlummernden Bedrohung durch Damian keine Beachtung geschenkt. Das weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, dass mein ehemaliger Meister, Maxus der Drachenmagier, sie einst gefunden. Wie immer hat er seine Forschungen schriftlich festgehalten. Dieses Buch muss immer noch in seinem Tempel sein. Nicht weit von hier. Seit sehr langer Zeit war niemand mehr dort. Aber ich bin im Besitz eines Schlüssels. Er gehört jetzt euch. Die Halle der Seelen zu finden, wird eine lange, beschwerliche Reise sein. Solltet ihr jedoch Erfolg haben, wird unser alter Feind vernichtet. Geht zum Tempel und findet das Buch.
Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr euch vielleicht für mich um eine kleine Angelegenheit kümmern. Meine Erlösung. Ich bin nicht aus freien Stücken in dieser Farce. Tja. Jenseits von Leben und Tod gefangen. Nein, mein Freund. Ich habe Maxos Schande gemacht. Und das ist meine Strafe. Das müsst ihr selbst beurteilen. Ich hatte den Befehl, diese Gegend vor dämonischen Angriffen zu. Die Zeit verging und meine Macht wuchs. Und so wurde ich hochmütig und dekadent. Der Wachsamkeit folgte Trägheit, dem Pflichtbewusstsein Genuss. Als der Dämon Lord Baal mit seiner Armee anrückte, wurde das Tal in kurzer Zeit überrannt. Deswegen wurde ich bestraft. Tja. Eure Worte klingen hart, aber gerecht. Dennoch bat ich um eine Begnadigung, die ich jedoch nicht erhielt. Zu lange sieche ich schon dahin, ohne zu verrotten. Maxus trennte meine Seele von meinem Körper und verwandte sie in einen Seelenstein in seinem Tempel. So nah und doch unendlich weit weg. Gemein, was? Geht zum Tempel und bringt meine Seele zurück. Sie ist im Besitz meines alten Rivalen Amdusias. Tötet ihn und kehrt dann zurück. Ich verspreche euch eine große Belohnung. Er war ein Zauberer mit so großem Wissen, dass er bei den Drachen ein hohes Ansehen genoss. Sie lehrten ihn Dinge, von denen kein Mensch je zuvor gehört hatte. Und als er seinen Drachenturm erbaute, ein riesiges Bauwerk voller Magie, wie sie konnte er gewöhnliche Menschen in Drachenritter verwandeln. Dadurch wurde er, abgesehen von der alten Rasse, zum mächtigsten Wesen von ganz Riverlord. Er hätte diese Welt erobern und versklaven oder sie in ein Paradies verwandeln können, wenn er dies gewollt hätte. Aber diese Art von Herrschaft und Macht, sei sie gut oder böse, interessierte ihn nicht. Für ihn ging es nur um Wissen, während seine Drachenritter über Revelon herrschen. Ritter wie Orvas, Talana und ich selbst. Ja, und das war vor bis ungefähr 1000 Jahren. Eines Tages unter ungeklärten Umständen verschwand. Das war vor ungefähr 1000 Jahren. Sein Drachenturm stand so lange leer, bis Lycan eines Tages das magische Siegel aufbrach und den Turm als Labor für seine finsteren Experimente nutzte. Er ist ein Nekromant und wahrscheinlich die abscheulichste Kreatur von ganz Riverlord. Er ist der Nekromant. Sogar krankhafter als der Verdammte. Und in seiner Macht ist so nur Damian böse. Das könnt ihr euch kaum vorstellen. Tod, Pein, Verstümmelung und schreckliche Auferweckungen sind sein Leben und seine Leidenschaft. Um ein Drache zu werden, müsst ihr ihn vernichten. Eine Tat, von der viele träumen. Aber niemand hat es jemals gewagt. Verstehe ich nicht. So hochlevelig ist er nämlich gar nicht. Nur die reine Drachenenergie, die in Maxos Drachenstein eingeschlossen ist, kann das in euch schlummernde Drachenpotenzial freisetzen. Er befindet sich jedoch im Drachenturm. Und in diesem herrscht Lycan. Sie müssen Lycan besiegen, um ein Drache zu werden. Vor langer Zeit wurden Amdusias und ich von Maxus dazu auserwählt, Drachenritter zu werden. Aber eines Tages, wir waren nicht älter als 17 und so übermütig wie alle, ein Feuersturm fegte durch eine kleine Stadt und tötete hunderte Bewohner. Voller Ehrfurcht, außer sich vor Wut, wollte er uns die Zurückhaltung und Verantwortung lehren, die der Weg des Zauberers erfordert. Und um sich uns. Seit diesem Augenblick waren Amdusias und ich erbitterte Rivalen im Kampf um die Drachenwürde, den ich letztendlich für mich. Amdusias blieb Messdiener im Maxos-Tempel, wo er nun mit unbändiger Freude im Besitz meiner Seele ist. Die Drachen sind die Alten, die Drachenritter ihre mächtigsten Diener. Menschen werden in jungen Jahren von Drachen auserwählt und mit Drachenmagie. Sie werden mächtiger und intelligenter als gewöhnliche Menschen
und leben sogar. In der Gestalt unserer Drachenmeister sind wir die Ritter. Als sich im Laufe der Jahrhunderte die richtigen Drachen... Heutzutage wissen sogar einige nicht mehr, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Was bedeuten sie? Dass ihr einst ein Drachentöter wart? Nur wenn das Blut des Drachen wie tausend Flammen der Macht und Weisheit durch eure Adern fließt. Was davor geschehen ist, spielt keine Rolle. Es war ohne Belang und Auswirkung. Ja, das tue ich. Die meisten haben mich vergessen, aber ich habe Rivalon nicht. Es ist gut so wie... Okay, das Video ist auch schon wieder zu Ende. Deswegen verabschiede ich mich wieder von euch. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir uns ein bisschen wieder weiter in dem Tal umschauen. Bis dahin, tschüss und wir sehen uns.